Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS25 auf der Talbach. So, wir wollten ja Ballen pressen, habe ich aber total vergessen. In der letzten Folge. So, wir brauchen eine Ballenpresse. Jetzt bin ich am Überlegen. Ballenpresse, haben wir da schon was? Nee, noch, weil ich weiß nicht. 0, 0, 0, 0, 0. Nix im Besitz. No, no. Rundballenpresse brauche ich. Göre will ich nicht haben. Die Kubota wäre was. Jetzt glaube ich Vorpresskammer. Ne, die Fastball hat eine Vorpresskammer, aber ich werde mir die hier holen. Der macht eh bloß Dingsbums. Folienfarbe lassen wir. Polierung hier. Designlinie. Ach mal. Yellow. So, Felgenränder. Machen wir auch gelb. Felgenfarbe machen wir schwarz. Auch schwarz. Und da kriegst du ein neues Typenschild. Ja, die 03, zack. Okay. Zack, und die kaufen wir. So, wird abholbereit da. Let's go. Und angekoppelt. Ja. Also durchschalten. So. Hier haben wir die Ballenpresse. So, und Attacke. Und auf gut Klick rausziehen. Weil wir da noch nichts haben dergleichen. Da ja. So. Und mal schnell die Presse. Dann werden wir anfangen Ballen zu pressen. Ein bisschen für den Kuhstall. Und Rest wird eingelagert. Wo bleibt denn der bei Rot und ich starb? Nee. Das ist seltsam, wenn ich mache. Jetzt gerade bei Rot gefahren ist. Ich drücke uns mal ein bisschen vor und bleiben hängen, wenn wir so zügig unterwegs waren. So. Weil ich bitte mich vor. Kalkuliert habe mit dem Equipment kaufen den Zugzwang. Gut, Zugzwang ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich musste gerade mit der Tätigkeit bloß switchen, weil die Ballen habe ich ja dann die Stroh überhaupt nicht mehr gedacht, wo ich das hier alles erworben habe.
So. Jetzt. Hängt dran, Attacke. So und raus hier. Baller. Bin stürmisch gerade. Weil mich das gerade ein bisschen selber wurmt, dass ich das mit dem Ballenfressenstahl verrissen habe. So, was ist denn wieder? Ich sage, wie könnte mir denn sowas passieren? Bin ich manchmal ein bisschen sauer auf mich selber und dann war ich fitzig. Weil ich so schnell wie möglich korrigieren will. Ach ja, so ist das. Aber jetzt haben wir jetzt Glück mit der grünen Phase. Ich könnte schon mal, was ich an Ballen überhaupt in die Futtermischerlage bringen. Das wäre schon mal eine Überlegung wert. Forsch hinten lang oder forsch hier lang? Ich fahr hier lang. Der Weg ist etwa grob Pi mal Daumen dasselbe. Hier wird es ein bisschen enge, aber sollte man vorbeikommen. Jupp, passt. Das wackelt in der Luft. Das mit dem Bauen mache ich da aber erst, wenn ich Gras gemäht habe. Vorher baue ich da nichts, Weg oder sowas. Weil wäre ja schade um die Wiese. Ich sehe nicht wirklich viel. Okay, rum. Klappen wir aus. Und ob ich den drauf habe, stopp, wenn voll ist. Bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ja, aber es ist langsamer. Hat vergessen einzuschalten, automatischen Ablegemodus.
So. Stellen wir gerade sonst den Zugang. Egal. So, let's go. Weiter geht's mit der Presse, haben wir Lust zu tun. Na komm, na voll. So, das war die erste Runde. Und da gehen wir gleich, weil es so schön Spaß gemacht hat, wie heute. So, und rum.
Und let's go, weiter geht's ja. Gib Gummi. Das sind 5000 Liter. So, und rum. Es geht ja relativ platt, dass die bald voll werden. So, letzte Runde Vorgewende. Oh, haben wir das liegen lassen? Und denn das? Naja, egal. Machen wir dann zum Schluss nochmal. Du. 474.000 Euro haben wir noch. So, und rum. Die Flieger wieder. So. Da piept doch schon wieder hell auf begeistert. So, ist wieder feuerfrei. So, da sind wir aber auch schon wieder am folgenden Ende angekommen. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.